Top 10 heute, die 10 größten wissenschaftlichen Durchbrüche. Wir starten mit Nummer 10, Klonen. Das erste geklonte Tier war ein Seeigel aus dem Labor des deutschen Biologen Hans Driesch. Weltweite Aufmerksamkeit erlangte das Klonen aber erst 1997, als Dolly das Schaf das erste aus einer erwachsenen Zelle geklonte Säugetier war. Ihr Name ging übrigens auf Dolly Parton zurück. 2013 klonten Wissenschaftler menschliche Embryonalstammzellen. Diese können dazu benutzt werden, genetische Krankheiten zu erkennen und Wissenschaftler zu einem Heilmittel führen. Trotz dieses großen Potenzials halten viele das Klonen für unethisch. Nummer 9. Weltraumerkundung. Am 4. Oktober 1957 schickte die Sowjetunion den ersten Satelliten ins All, Sputnik 1. 4 Jahre später flog der russische Kosmonaut Juri Gagarin als erster Mensch ins All. Die Mondlandung von Neil Armstrong folgte 1969. Reisen ins All haben unser Verständnis vom Universum erweitert und könnten bald vielleicht das Überleben der Menschheit sichern. 2013 berechneten NASA-Wissenschaftler, dass es schätzungsweise 40 Milliarden Planeten von der Größe der Erde gibt, die sich in einer bewohnbaren Nähe zu ihrem Stern befinden. Nummer 8. Higgs-Boson. Das Higgs-Boson ist ein Teilchen, welches andere Teilchen Masse verleiht, durch die Interaktion mit dem sogenannten Higgs-Feld. Dieses erstreckt sich scheinbar über das gesamte Universum. Die Existenz des vorher auch als Gottesteilchen bekannten Higgs-Boson wurde 2013 von europäischen Wissenschaftlern bestätigt. Die Forscher entwickelten über einen Zeitraum von 3 Jahrzehnten den großen Hadronenspeicherring, der das einzige Gerät weltweit ist, mit dem man diese Theorie testen kann. Seine Baukosten beliefen sich auf über 30 Milliarden Dollar. Die Entdeckung untermauert die Theorie zum Standardmodell der physikalischen Teilchen. Das bedeutet, dass wir jetzt eine Antwort darauf haben, wieso Dinge überhaupt eine Masse haben, wie etwas zusammengehalten wird und sogar wie wir existieren können. Nummer 7. Fliegen. Seit dem mythischen Ikarus und diversen Sprüngen von Türmen versucht die Menschheit zu fliegen. Im Jahr 1903 entdecken die Wright Brothers, wie man ein Flugobjekt fliegen kann, das schwerer ist als Luft. Ihr bahnbrechender Einfall war die Erfindung der Drei-Achsen-Kontrolle, mit der der Pilot ein Flugzeug sicher lenken und in der Balance halten kann. Diese Erfindung veränderte die Art und Weise, wie wir reisen, kommunizieren und Handel treiben. In den USA zum Beispiel befinden sich immer mindestens 61.000 Menschen gerade in einem Flugzeug, egal zu welchem. Zeit. Und mehr als 5,6 Milliarden Menschen wurden schon mit einer Boeing 747 befördert. Das sind etwa 80% der Weltbevölkerung. Nummer 6. Kernspaltung. 1938 gelang es den deutschen Wissenschaftlern Otto Hahn und Fritz Straßmann, zum ersten Mal ein Atom zu teilen. Sie nannten das Kernspaltung. Bei dem Prozess werden ungeheure Mengen Energie freigesetzt, die je nach Intention gefährlich oder hilfreich sein kann. Kernspaltung ist verantwortlich für die Atombomben, die in Hiroshima und Nagasaki 200.000 Menschen das Leben kosteten. Gleichzeitig entstehen aber auch 11% der weltweiten Energie durch Atomkraft. Nummer 5. Das Internet. Das Internet ist ein weltweites System miteinander verbundener Computernetzwerke. Es hat das moderne Leben revolutioniert. Mittlerweile sind 40% der Weltbevölkerung online. Außerdem hat das Internet Globalisierung in großem Ausmaß ermöglicht. 1,6 Milliarden Menschen besitzen einen Facebook-Account, geschätzte 60% aller Reisebuchungen werden online gemacht und in den USA ist sogar jede dritte Ehe auf das Internet zurückzuführen. Es gibt 7 sogenannte Keymasters auf der Welt, die das Internet nach einer Katastrophe wie Terrorismus oder einem Naturunglück neu starten könnten. Nummer 4. Anziehungskraft. Der Legende nach hat Isaac Newton seine Theorie zur Schwerkraft 1666 aufgestellt, nachdem ein herabfallender Apfel seine Neugier weckte. Er konnte nachweisen, dass Objekte mit einer Masse einander anziehen. Dadurch verstehen wir, warum sich die Erde um die Sonne dreht, warum Dinge auf den Boden fallen und weshalb es Ebbe und Flut gibt. Jahrhunderte später, 1916, argumentierte Einstein in seiner Relativitätstheorie, dass Objekte mit Masse Zeit und Raum um sich herum krümmen. Und tatsächlich wurden 2016 sogenannte Gravitationswellen entdeckt, die Einsteins Theorie stützen. Nummer 3. Evolution.
Nachdem Charles Darwin 1835 die Galapagos-Inseln besucht hatte, entwickelte er seine Evolutionstheorie. Bei der Veröffentlichung 1859 sorgte die Theorie für einen internationalen Skandal. Seiner Denkweise nach stammten alle Lebewesen von gemeinsamen Vorfahren ab und hatten sich erst durch die natürliche Auslese zu ihrer heutigen Form entwickelt. Je besser wir zu unserer Umgebung passen, desto eher überleben wir. Sein Buch über die Entstehung der Arten brachte den Allmachtsanspruch der Kirche über die Gesellschaft ins Wanken, denn es stellte die christliche Vorstellung einer Schöpfung in Frage. Nummer 2: Elektrizität. 1831 entdeckte Michael Faraday die elektromagnetische Induktion mit Hilfe eines Magneten und eines Kupferdrahts. Dieses Experiment führte zur modernen Stromversorgung, so wie sie heute von über 83% der Weltbevölkerung genutzt wird. Wasserkocher, Toaster, Nähmaschine und Ventilator waren die vier ersten am weitesten verbreiteten Haushaltsgeräte, die mit Strom versorgt wurden. In Deutschland werden immer noch etwa 40% der Energie aus Kohle gewonnen, was sich im Zuge der Energiewende in den nächsten Jahrzehnten ändern sollte. Island ist das einzige Land weltweit, das zu 100% erneuerbare Energien einsetzt. Und die Nummer 1: Integral- und Differentialrechnung. Infinitesimalrechnung ist das Studium der Veränderungen. Ohne diese Rechenart wären viele wissenschaftliche Entdeckungen unmöglich gewesen. Die Infinitesimalrechnung ermöglicht es, Theorien mathematisch darzustellen und damit zu arbeiten. Einige Bestandteile der Rechenart wurden schon in der Antike benutzt. Allerdings war es 1684 die Gottfried Leibniz-Veröffentlichung Nova Methodus, in der Schlüsselprinzipien der Differential- und Integralrechnung festgelegt wurden. Diese sind ausschlaggebend, um Mechanik, Ingenieurswesen, Relativität, planetare Bewegungen, Statistik, Akustik und vieles mehr zu verstehen. Ihr seht, am Ende ist es mal wieder die Mathematik, die für viele von uns so schwer zu verstehen ist, aber scheinbar alles ermöglicht und unsere Technologie nach vorne treibt. Also seid doch bitte nett zu euren Mathelehrern. Ich habe noch eine sehr interessante Episode zum Thema. Das sind 10 Gleichungen, die die Welt veränderten, mit den Jungs von The Simple Club. Und daneben sehen wir, dass der Weg zu einigen Entdeckungen ganz schön gefährlich war. 10 Wissenschaftler getötet von eigenen Experimenten. Viel Spaß mit den Videos und vergesst nicht, Top 10 zu abonnieren. Danke und auf Wiedersehen.